Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu meinem letzten Video auf diesem Kanal. Ja, ihr habt richtig gehört, das hier ist das letzte Video auf meinem Kanal. Alles, warum das jetzt das letzte Video ist, ob ich einen neuen Kanal habe, warum ich jetzt anders heiße, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Also bleibt einfach dran, wenn ihr das gerne erfahren wollt. Auf jeden Fall. Ich höre nicht mit YouTube auf, nein. Ich habe lediglich einen neuen Kanal mit einem neuen Namen. Dazu habe ich auf Twitter noch gefragt, ob ein paar Leute Vorschläge haben oder irgendwelche Fragen, warum ich jetzt meinen Namen geändert habe oder was weiß ich. Einfach generelle Fragen zu der jetzigen Situation. Follower auf Facebook, Twitter und Instagram haben schon mitbekommen, dass ich jetzt nicht mehr Bumsdoggy, sondern Trobo heiße. Viele mögen jetzt auch sagen, der Name ist scheiße, Bumsdoggy war besser, bliblablub. Also erstmal die allgemeine Frage, wieso habe ich mich umbenannt? Ich hatte schon mal so eine Phase, wo ich mich umbenannt hatte. Da habe ich mich dann in Herr Crumpy umbenannt und das war der größte Reinfall meiner Meinung nach. Der war nicht kreativ, der Name, der war scheiße. Und daraufhin habe ich mich nach kurzer Zeit wieder in Bumsdoggy umbenannt und jetzt habe ich mich wieder umbenannt. Ich hätte es wahrscheinlich nicht alleine geschafft, obwohl ich schon immer den Hintergedanken hatte, ich muss mich jetzt umbenennen. Das geht einfach nicht. Also ich möchte nicht immer als, einfach auf Deutsch gesagt, Hundeficker verglichen werden. Die Leute schreiben immer bummste Hunde, bla 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 bla. Und natürlich, ich sehe das auch mit Humor, ja. Also ich habe auch schwarzen Humor, ich habe auch einen dreckigen Humor und ich finde es teilweise auch witzig. Aber wenn dann sogar meine Steuerberaterin fragt, was das für ein Name ist, dann komme ich schon ins Überlegen und frage mich dann, ob der Name nicht doch eine schlechte Wahl war. Und deswegen haben mir da liebe Leute geholfen, einfach meinen Namen zu ändern und einfach neu durchzustarten. Wie ihr wisst, habe ich hier zwar 28.000 Abonnenten, aber die ganzen sind nicht immer richtig sehr aktiv. Und deshalb habe ich dann auch einen neuen Kanal gemacht, damit das dann alles funktioniert und einfach ich somit einen Neustart habe. Das Ganze ist mir echt nicht leicht gefallen, weil immerhin, ich habe hier 400, über 400 Videos online. Ich habe da so viel Zeit reingesteckt. Seit Oktober 2013 betreibe ich den Kanal aktiv. Ich habe hier so viele coole Erinnerungen oben mit sehr, sehr vielen coolen Leuten und was weiß ich, also für mich war es wirklich ein heftiger Punkt, jetzt zu sagen, okay, ich höre auf mit diesem Kanal und mache einfach einen neuen Kanal. Aber ich habe gelernt, ich habe dazu gelernt. Und wenn man jetzt mal meine alten Videos vergleicht mit meinen neuen Videos, denke ich schon, dass da schon ein ziemlich großer Unterschied bei ist. Natürlich fällt es mir schwer, einfach das alles hinter mir zu lassen, aber man muss manchmal Sachen hinter sich lassen, um neue Wege bestreiten zu können. Und das ist das, was ich einfach jetzt versuche mit dem neuen Kanal. Und ja, also Infos zu dem neuen Kanal, klickt einfach unten auf die Videobeschreibung. Wenn ihr den gerne abonnieren möchtet, dann tut das. Wenn ihr mich aber dann wirklich aktiv verfolgt, würde mich das wirklich sehr, sehr freuen. Wenn nicht, dann danke ich euch für die coole Zeit auf diesem Kanal. Wenn jetzt Leute sagen, ich abonniere dich nicht, weil ich finde den Namen scheiße, dann ist das eure Entscheidung. Ich muss damit schließlich glücklich sein. Und ja, also danke schon erstmal dafür. Und jetzt werde ich dazu noch ein paar Twitter-Fragen beantworten, die die Situation auch so ein bisschen besser verstehen wollen. Und zwar kommt die erste Frage vom Krampus und er fragt, ist es schwer, sich an den neuen Namen zu gewöhnen? Also ich habe den Kanal am 24. Dezember erstellt und somit kam dann auch am 24. Dezember der Name. Und ich muss echt sagen, ja, es ist mega, mega schwer, sich irgendwie einen Namen zu gewöhnen. Vor allem, weil es eine neue Kreation ist. Man kannte den Namen davor noch nicht. Und deswegen ist es so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Es ist sehr, sehr ungewohnt. Also wenn zu mir jetzt jemand sagt, Jo, Trobo, alles klar, dann denke ich mir immer so, hä, wer ist denn dieser Trobo, ne? Also es ist schon ziemlich witzig, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem Namen und einfach gerade ultra glücklich, dass ich einfach diesen Schritt gemacht habe. So, dann kommt die nächste Frage vom It's Naruto und er fragt, kommen trotzdem noch Minecraft-Videos? Natürlich, Leute, es kommen Minecraft-Videos und es kommen Real-Life-Videos. Ich werde da jetzt für die Real-Life-Videos keinen extra Kanal machen, ich werde das alles auf einem Kanal kombinieren. Einfach so, dass ich dann vielleicht auch einen festen Upload-Plan habe. Mal schauen, wie ich das schaffe. Es wird alles so weitergemacht wie bisher. Es gibt trotzdem noch PvP und andere Projekte. Und
wartet einfach, was die Zukunft bringt. Es wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool werden. Und ja, ich freue mich einfach ultra auf die kommende Zeit 2016. So, dann kommt die nächste Frage vom lieben Diaz und er fragt, was war jetzt diese große Bewegung, die mich dazu gebracht hat, meinen Namen zu ändern? Weil ich hätte das ja auch vor einem Monat machen können oder erst in 2 Jahren. Oder was war da jetzt wirklich so das Ausschlaggebende, warum ich meinen Namen geändert habe? Also es schwirrte bei mir schon ziemlich lange im Kopf rum, ja, ich muss was ändern, ich muss den Namen irgendwann mal ablegen. Ich meine, es ist peinlich, wenn du irgendwo hingehst und die fragen, wie dein Kanal heißt und du musst ihnen dem sagen, ne? Du musst dann sagen, Bumsdoggy. Die denken auch von mir, okay, ja, was ist das für ein Typ? Und deswegen war das schon sehr, sehr lange, aber so eine Namensänderung bleibt nie ohne Folgen. Und deswegen habe ich immer ganz, ganz lange überlegt, soll ich es jetzt tun oder soll ich es nicht tun? Und dann meinte eben zu Weihnachten Nilo, Simon und Faison und Franz zu mir, änder deinen Namen. Also das waren die Leute, die mich eigentlich ein bisschen dazu gebracht haben, dass ich meinen Namen geändert habe. Wir waren ja zusammen im Livestream und dann, ja, keine Ahnung, das war für mich dann irgendwie so, okay, jetzt tue ich es, jetzt scheiße ich da drauf, das mache ich jetzt einfach, 24. heute ist Weihnachten, heute ändere ich meinen Namen und jetzt bin ich eben dabei geblieben, ich ziehe das Ganze jetzt durch und freue mich einfach ultra, dass ich das einfach geschafft habe. Ich bin da auch, was das betrifft, ein bisschen stolz auf mich selber, weil ich im Endeffekt weiß, dass es ein ultra schwerer Schritt für mich gewesen und dass ich es durchgezogen habe, freut mich natürlich umso mehr. Und ich hoffe auch, dass ihr euch drüber freut. So, und dann kommt die letzte Frage vom lieben Marek und er fragt, ob es mir schwer gefallen ist, generell die Namensänderung zu machen, da ich ja sehr, sehr viele Erinnerungen an diesem Kanal habe und generell auch an meinem Namen. Ja, es fiel mir sehr, sehr schwer. Immerhin habe ich den Namen jetzt seit über 5 Jahren im Internet und hatte positive und negative Erfahrungen. Also ich wurde auch schon mal auf einem Server gebannt, weil ich so heiße. Und als 12-Jähriger habe ich mir das erstellt und da habe ich jetzt nicht unbedingt an Hundeficker gedacht, sondern fand den Namen einfach nur cool. Und deswegen, ja, ist so eine kleine Jugendsünde von mir dieser Name, aber ich glaube, dass ich mittlerweile so weit bin, dass ich sagen kann, gut, das kann ich hinter mir lassen und da ist der neue Weg. Ich muss das alles neu bestreiten und das einfach nochmal alles erleben. 2016 wird, denke ich, eine sehr, sehr coole Zeit. Ich werde einige Reisen machen. Ich bekomme dann meinen Führerschein, das heißt, ich werde viel, viel, viel unterwegs sein. Es gibt einige Real-Life-Videos, es gibt viele coole neue Projekte und. Also Leute, freut euch einfach drauf. Das war's von diesem Video hier. Ich hoffe, ihr habt jetzt Klarheit. Wie gesagt, ich blende euch das jetzt hier nochmal ein, wo ihr meinen Kanal findet. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne abonnieren und freut euch einfach auf die Videos, die dort kommen. Startet nämlich dann, schätze ich, am 1.1. Und ich würde sagen, das war's, Leute. Haut rein, danke für die geile Zeit auf diesem Kanal, macht's gut, ciao.